Morgen. Let's get ready for the day. Ich habe mir meinen Orangensaft frisch gepresst, so jeden Morgen. Und jetzt muss ich noch Wäsche abhängen, bevor ich losgehe. So, jetzt bin ich ready gemacht und wünsche euch erstmal welcome to new vlog. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Die anderen von euch haben bestimmt schon Semesterferien. Das freut mich natürlich für euch. Ich natürlich noch nicht. Ja, ich habe morgen, finally, the day has come, noch nicht ganz, morgen, meine letzte Prüfung. Ja, auf jeden Fall habe ich morgen meine letzte Prüfung und die ist online. Also schreibe ich die Chili von hier zu Hause aus. Und danach geht es halt für mich direkt in den Skiurlaub. Deswegen bin ich irgendwie extrem gestresst. Ich habe 1000 Dinge in meinem Kopf, die ich noch erledigen muss. Und ja, die Sache, die mich, glaube ich, gerade am meisten stresst, ist diese scheiß Hausarbeit, die ich noch abzugeben habe. Die ist zwar erst am Freitag, also es wurde verlängert, wir müssen die jetzt bis Freitag abgeben, aber da bin ich halt, wie gesagt, schon im Skiurlaub. Das habe ich auch in meinem letzten Vlog alle schon gesagt. Ich habe so keinen Bock, diese Aufgabe zu machen, wirklich. Es ist einfach, nee, da muss ich 1000 Studien lesen und einfach, nee, ich will einfach jetzt mich auf diese Prüfung fokussieren. Aber das kann ich nicht machen, weil ich diese Abgabe habe. Keine Ahnung, deswegen habe ich jetzt aber nicht so viel Zeit. Ich gehe auf jeden Fall in die BIP heute. Das wird jetzt das letzte Mal sein, dass ich in die BIP gehe. Für eine lange Zeit. Aber ja, ich freue mich. Vielleicht kommt später noch eine Freundin dazu. Ja, das ist der Plan für jetzt erstmal. In die BIP gehen und danach wollte ich ein bisschen früher gehen und dann gehe ich noch in die Stadt, weil ich immer noch ein paar Sachen für den Skiurlaub brauche und auch einkaufen und so. Ja, aber das ist der Plan für heute. Das ist mein Outfit. Ja, ich habe darunter so ein, das ist alles ein bisschen kurz hier heute, aber das ist so ein von Zara, das ist mir so ein langärmeliges. Die Jacke ist von H&M. Ich mag die eigentlich irgendwie nicht so, aber irgendwie, keine Ahnung, wo ich es jetzt gerade an habe, denke ich mir, warum habe ich sie nicht öfters an? Eigentlich finde ich sie ganz nice. Dann wieder meine ganz normale Hose von Topshop und Sneaker. Ja, aber ich mache das hier vorne zu. Und ja, heute ist Haberstag. Deswegen habe ich mir heute nochmal so ein Sneakbun gemacht mit einem geflochtenen Top. Und ich glaube, ich mache noch ein bisschen größere Ohrringe rein. Ready for a productive study day again. Ich mache es einfach, ich denke gar nicht mehr darüber nach, ich bin einfach so, Sabrina, du musst es jetzt machen, es bringt nichts darüber, sich aufzuregen, aber ich habe das Gefühl momentan, ich lebe einfach nur. So, keine Ahnung, ob man mich überhaupt versteht, weil das so windig ist, aber wir haben jetzt 5 Uhr und ich habe gesagt, dass ich spätestens um 5 Uhr gehe, damit ich, wie gesagt, noch in die Stadt komme. Ich habe eine Liste gemacht, was ich alles brauche. Darunter sind Socken, noch so ein Schal, Handschuhe. Ja, ich bin gespannt, ob ich das jetzt alles finde, weil wenn nicht, habe ich ein Problem.
So, ich bin wieder zu Hause. Mir ist so heiß. Ich habe gerade so viel geschleppt. Oh mein Gott. Das war echt anstrengend. Aber ich wollte euch, würde sagen, es ist Zeit für ein Haul. Ich habe mich echt viel gekauft. Deswegen zeige ich euch das mal kurz. Fangen wir an mit den Einkäufen. Die sind nämlich ganz oben. Ich wollte nämlich heute alles erledigen, damit ich morgen nicht mehr aus dem Haus muss und mich deswegen stressen muss. Ich habe jetzt nur fürs Abendessen und morgen fürs Mittagessen eine Süßkartoffel geholt. Die hätte ich fast vergessen. Dann die hat er mir noch hinterher gerannt. Der so, sie haben das vergessen. Dann habe ich mir fürs Skifahren Müsli-Riegel gekauft. Die kann ich nämlich dann voll leicht in die Tasche stecken und dann einfach zwischendurch mal snacken. Das fand ich eine gute Idee. Und es ist Schoko geworden und ich kann wieder ab morgen normal essen, also halt einfach der Veganuary ist vorbei. Deswegen freue ich mich, dass ich die essen kann. Ich esse eh nicht so oft Müsli-Riegel, aber ich dachte jetzt fürs Ding ist perfekt. Dann für die Fahrt so Knickknacks. Hatte ich auch übel lang nicht mehr. Die hatte ich auch richtig lang nicht mehr. So nimm zwei Softbonbons. Dachte ich mir auch, die kann man sich auch easy in die Tasche stecken und einfach mitnehmen. Dann habe ich mir Reiswaffeln gekauft oder Maiswaffeln. Die finde ich so lecker. Einmal ein Red Bull und eine Avocado. Auch noch fürs Abendessen. Ja, das waren so meine Einkäufe. Und dann geht's zum Shoppen. Ich zeige euch erst die Sachen, die ich, meine ganzen Skisachen, die ich gekauft habe. Und zwar zum einen brauchte ich Handschuhe. Die habe ich gefunden. Die waren im Angebot sogar. Ja, ich habe Handschuhe. Die sind schön weich und hoffentlich auch warm, aber ich gehe davon aus. Dann habe ich nochmal den Pulli, den ich schon in weiß habe. Den gab es jetzt auch in schwarz und der war auch reduziert. Den habe ich mir da geholt. Leute, er ist so weich. Er ist so weich, wirklich. Okay, man sieht ihn jetzt nicht. Der ist auch von dieser Marke Banger, sowie auch die Handschuhe. Und ja, dann habe ich ihn in schwarz geholt und ich habe ihn ja jetzt auch noch in weiß. Dann ging es weiter mit Skisocken. Da habe ich mir auch, da habe ich jetzt insgesamt drei Paar, was eigentlich voll perfekt ist, weil ich ja nur von Donnerstag bis Sonntag Ski fahre. Die waren auch im Angebot. Sind auch von der Marke. Und dann gab es irgendwie noch so einzelne in Pink, die hangen da und waren irgendwie so aus der Verpackung gerissen. Und ich war so, na toll. Dann bin ich damit zur Kasse gegangen und dann habe ich die nicht einfach so, also dann habe ich die für günstiger bekommen. Keine Ahnung, von welcher Marke die sind, aber die sind pink und die mag ich. Und die sind auch Größe, ich glaube 35 bis 38 oder so, ist eigentlich perfekt. Und genau, dann habe ich noch einmal Skiunterwäsche. Keine Ahnung, die ist schwarz, einfach nur, ja, halt Skiunterwäsche, ne? Das war irgendwie so ein Set, keine Ahnung. Das sieht so dünn aus, also ich muss es gleich mal anprobieren. Ich habe keine Ahnung. Ja, ja, das waren meine Skisachen. Also da habe ich jetzt in kürzester Zeit echt sehr viel Geld für ausgegeben gerade. Aber ich denke mir so, jetzt habe ich es halt einmal alles und das kann ich ja jetzt jedes Jahr wieder verwenden. Ja, also keine Ahnung, die Sachen von früher, die passen mir halt alle nicht mehr oder habe ich auch nicht mehr zu Hause. Also bei mir ist es so, ich kann schon Skifahren, seit ich drei bin. Also meine Oma und Opa haben, mich und meine Schwester damals noch, oder mein Bruder noch gar nicht auf der Welt, haben wir uns immer aus dem Kindergarten rausgezogen zu der Off-Season, also halt wo nicht Ferien waren. Und dann haben wir immer Skifahren gelernt mit denen. Und ja, wir sind nie so richtig mit meinen Eltern in den Skiurlaub gefahren. Also wir haben dann immer nur so Tagestrip gemacht, irgendwie ins Sauerland zu Freunden oder keine Ahnung. Wir haben einmal das erste Mal, wo wir so einen Skiurlaub hatten, das war irgendwie 2018 oder 19 irgendwann. Da waren wir dann auch in Österreich und so. Aber sonst ist es eigentlich immer nur, dass ich so einmal im Jahr Skifahren gehe. Dann war ich in Amerika, war ich auch zweimal Skifahren. Oder dreimal. Und jetzt letztes Jahr war ich halt gar nicht, leider. Deswegen freue ich mich auf dieses Jahr. Aber ich bin gespannt. Also Snowboard fahren kann ich nicht, aber ich kann Skifahren. Ich habe, ja, ich bin gespannt. Also man verlernt es ja nicht, aber ich habe schon ein bisschen Respekt jetzt wieder, weil es echt lange ist. Und es manchmal irgendwie ein bisschen auf mein Knie geht. Auf das rechte, ich weiß nicht warum, das war irgendwie schon immer so bei mir. Also obviously, Skifahren geht aufs Knie, aber ja. Naja, auf jeden Fall bin ich froh, dass ich jetzt die ganzen Skisachen habe. Und ja, die habe ich ja dann jetzt auch für länger. Ja, und dann war ich noch ganz spontan bei Brandy. Ach, ich habe letztens noch zu einer Freundin gesagt, ich habe so Lust, mal wieder in Brandy zu gehen, wirklich. Ich war so lange nicht shoppen. Also wirklich, ich habe mir echt lange nichts mehr gekauft. Und ich war kurz in Zara drin. Ich wusste auch gar nicht, was sie haben. Genau, ich war in H&M als erstes. Da bin ich wirklich nach zwei Minuten direkt wieder rausgegangen. Fand ich ganz komisch, was da alles hing. Da war ich in Zara. Ja, weiß ich irgendwie auch nicht. Also momentan finde ich, waren aber auch nicht schöne Sachen. Da dachte ich mir, komm zu Brandy. Geh zu Brandy, da findest du immer was. Ja, tatsächlich, ich habe was gefunden. Und zwar habe ich mir jetzt endlich eine graue Sweatpan geholt.
Ja, ich hatte die kurz an, die ist so weich. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe alle meine Jogginghosen von Brandy. Also ich habe die echt in grün, in blau, in rosa. Ich hatte sie mal in weiß. Und eine graue fehlte wirklich noch in meiner Sammlung. Die werde ich auch auf jeden Fall morgen auf der Fahrt anziehen. Da freue ich mich schon drauf. Und dann habe ich den Pulli, den ich eben eingeblendet habe. Da war ich die ganze Zeit überlegen, so brauche ich ihn nicht oder will ich ihn? Auch ein bisschen andere Sache. Ich weiß nicht, von Brandy war ich auch ein bisschen enttäuscht. Ich hatte irgendwie richtig Bock auf so einen richtig coolen Pulli. Da haben da echt zum Teil manchmal richtig coole Pullis hängen. Wollte nicht. Aber ich habe ihn trotzdem gekauft irgendwie. Weil fand ich ihn voll schön irgendwie. Und ja, der ist auch so groß und so dick. Also ich habe so einen Pulli noch gar nicht. Ja, den finde ich irgendwie auch voll schön. Ja, habe ich mir den gekauft. Und dann habe ich mir noch eine Sache gekauft. Und zwar, ach, da sind immer diese süßen Schlafhosen oder Unterhosen oder keine Ahnung, was das ist. Aber habe ich mir die geholt. Gestreift. Ja. Das war's. Ja. Also ich habe jetzt ganz schön viel Geld ausgegeben, aber dafür habe ich ja den ganzen Monat gespart und gefühlt nichts ausgegeben, weil ich auch gefühlt mein Haus nicht verlassen habe. Deswegen freue ich mich auch einfach morgen so sehr, einfach auf den Schulab, einfach wieder social zu sein. Also ich meine, klar war ich in der Bibliothek und da habe ich Leute gesehen und ab und zu auch mal eine Freundin oder so. Aber sonst, ich war so unsocial. Also wirklich, ich habe richtig das Bedürfnis, einfach wieder unter Leute zu kommen und auch was zu trinken. Hätte ich gar nicht gedacht, weil ich jetzt auch den kompletten Januar nichts getrunken habe. Weil ich wirklich an Weihnachten und an Silvester echt ein bisschen eskaliert habe. Und auch gesagt habe, ich habe erstmal gar keinen Bock auf Alkohol. Und jetzt ist der Punkt wieder, wo ich Lust habe, was zu trinken. Ich freue mich so auf ein Aperol. Oh mein Gott. Ja, deswegen freue ich mich auch richtig auf den Skiurlaub. Wir sind ja 9 Leute und wir haben echt so ein cooles Haus gemietet. Und ich bin gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall sehr. Ich mache mir jetzt was zu essen. Ich habe extrem Hunger. Ich habe nämlich heute noch nichts gegessen, außer den Sesamring und ein Red Bull. Mein Gott. Whoops, ein bisschen wenig. Ja, und dann muss ich gleich noch meine Nägel machen. Und was muss ich noch machen? Lernen. Ja, also ich habe heute den ganzen Tag diese Aufgabe gemacht. Leute, wisst ihr, was für ein Stein mir vom Herzen gefallen ist? Als ich diese Aufgabe endlich abgeschickt habe, wirklich, im Endeffekt so schlimm war es jetzt doch nicht, wie ich es gesagt habe. Ja, vielleicht doch. Aber ich bin so froh, dass ich es abgegeben habe. Und es fühlt sich auch richtig krass an, weil dann stand da so, ja, sie haben 4 Tage vorher abgegeben. Ja, also so viel Mühe habe ich mir jetzt bei der Aufgabe nicht gegeben. Aber egal, ich habe alle Aufgaben beantwortet und fertig, wirklich. Ja, deswegen hatte ich jetzt heute nicht so viel Zeit für meine Prüfung morgen zu lernen. Deswegen muss ich das morgen den ganzen Tag noch machen. Und jetzt heute Abend. Aber ich habe jetzt erstmal Hunger und mache mir was zu essen. Ach, Leute, ich habe noch was vergessen. Ich habe es nämlich hinten in hinter meiner Laptop-Tasche getan. Und zwar hatte ich noch, genau, ich habe nämlich ein Halsband gesucht. Ein Halsband habe ich auch noch gefunden. Zu machen. Ich weiß nicht, wie lange das hier schon geht. Ich FaceTime jetzt mit meiner Freundin seit 1,5 Stunden und ich habe angefangen, da meine Nägel zu machen. Aber ja, ich habe noch eine Schicht und dann bin ich fertig. Ja, auf jeden Fall habe ich gerade sehr lange mit meiner Freundin gefacetimed und sie geupdatet oder wir haben uns generell gegenseitig geupdatet. Das haben wir schon zu lange nicht mehr gemacht. Beziehungsweise wir schicken uns immer so 10-minütige Audios alle paar Tage. Ja, FaceTime ist immer ganz nice. Ja, ich glaube, ich lese mir gleich vielleicht noch ein bisschen die Zusammenfassung durch und dann gehe ich aber auch schlafen, weil wir haben schon 9:30. Also melde ich mich. Guten Morgen. Ich habe mich in ein chilliges Outfit geschmissen. Extra bin ich aus meinem Schlafanzug raus, weil manchmal tendiere ich dazu, einfach, wenn ich zu Hause bin, den ganzen Tag meinen Schlafanzug anzulassen und einfach nur einen Pulli drüber zu schmeißen. Erinnert nicht daran, dass ich trotzdem komplett fertig aussehe, wirklich. Oh Mann. Au. Naja, auf jeden Fall haben wir heute wieder eine Prüfung. Und ich muss ehrlich sagen,
Ich weiß nicht, wann ich jemals so wenig für eine Klausur gelernt habe. Wie für diese Prüfung heute. Ich muss jetzt nochmal richtig reinhauen, ohne Witz. Also ich habe zwar gestern noch die Zusammenfassung echt einmal noch geschafft durchzulesen. Und ich habe halt auch schon ein paar Sachen vorbereitet, weil der halt, es werden halt 5 Fragen sein und er hat 2 irgendwie schon so unterschwellig in der Vorlesung gesagt und die habe ich einfach ausgearbeitet, dass falls sie drankommen, dann habe ich sie direkt schon so vorgeschrieben, dass ich das nur noch so ein bisschen ändern muss, weil wir Zugriff auf unsere Materialien haben. Aber ja, trotzdem. Da ist dieser eine Pflichttext, den wir noch lesen müssen. Es gab 3 Stück. 2 davon habe ich gelesen und zusammengefasst. Den einen habe ich nicht gelesen. Und ich bin die ganze Zeit, lese ich den jetzt noch oder nicht? Der ist irgendwie so 60 Seiten und da habe ich gar keinen Bock drauf, den zu lesen. Keine Ahnung, ich schau mal. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin eigentlich motiviert, weil es ist Endspurt. Es ist nur noch dieser Kacktag und dann bin ich fertig. Ich bin so froh, mit meinem 3. Semester fertig bin und ich habe nur noch eine einzige Prüfung, also halt dieses Kommunikationsrecht. Und ansonsten habe ich alles hinter mir, was für dieses Semester ist. Und ich bin richtig froh, dass ich es einfach jetzt durchgezogen habe, weil ich habe gar keinen Bock, das irgendwie ins nächste Semester zu schieben und dann da noch eine Prüfung und da. Also ein paar von meinen Freunden machen das und das finde ich auch voll okay. Dann hatten die halt jetzt nicht so einen Stress, die hatten halt dann nur zum Teil 1 oder 2 Prüfungen. Aber ich weiß nicht, ich nehme mir irgendwie immer bisschen mehr vor und irgendwie kriege ich es dann trotzdem immer noch alles hin. Diesmal hatte ich ja wirklich nur vier Klausuren. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. So, macht ihr das auch alles auf einmal oder teilt ihr euch das auf? Also letztes Semester musste ich es auch aufteilen, weil es einfach wirklich sehr viel war. Aber dieses Semester hatte ich einfach Glück. Und dadurch, dass ich diese eine Prüfung da schon vorgeschrieben habe, hatte ich halt jetzt weniger Stress, weil ich glaube, die wäre gestern gewesen. Ist ja niemals hingepackt. Was ich eigentlich sagen wollte, ich habe Motivation, weil ich weiß, das ist das letzte Mal und dann bin ich erstmal fertig für eine Weile. Ich habe zwar noch eine kleine Hausarbeit in Statistik abzugeben, aber das kriege ich auch irgendwie hin, das mache ich erst nächste Woche, wenn ich wiederkomme. Und dann habe ich es geschafft und das heißt einfach, mein 3. Semester ist um und das heißt auch, dass ich die Hälfte geschafft habe von meinem Bachelor einfach. Die Hälfte ist einfach um. Das ist so heftig. Ich studiere, also es läuft einfach, also die Regelstudienzeit ist ja 6 Semester, was ja 3 Jahre ist und ich bin auf jeden Fall im Plan drin. Es sieht auf jeden Fall so aus und es war ja eh auch mal mein Ziel, dass ich auf jeden Fall in Regelstudienzeit fertig werde und das sieht momentan auch danach aus. Und ja, ich freue mich. Aber es ist auch irgendwie crazy, dass es so schnell umgeht. Ich muss mich jetzt dann auch bald mal auseinandersetzen, welche Kurse und alles ich nächstes Jahr belege. Aber jetzt gehe ich erstmal. Muss ich erstmal hierfür lernen. Aber ich muss sagen, ich bin echt produktiv, motiviert, weil ich weiß, das ist danach vorbei. Und schauen wir mal, wie lange die Motivation anhängt. Ich bin richtig motiviert, für heute Abend zu packen. Das mache ich aber, glaube ich, erst nach der Prüfung. Deswegen nehme ich euch jetzt heute Abend noch einmal mit. Ah ja, Haare waschen muss ich auch noch. Habe ich natürlich gestern auch wieder nicht geschafft, weil es einfach zu spät geworden ist. Das muss ich dann auch noch irgendwann heute machen. Keine Ahnung. Also würde ich jetzt nicht gerne lange quatschen, sondern fange jetzt direkt an. So, ich habe gerade eine kurze Pause gemacht vom Lernen, weil ich noch Miete überwiesen habe und ein bisschen den Kram erledigt. Ich muss auch noch mich um so einen Vertrag kümmern. Und jetzt mache ich mir mal kurz Frühstück. Ich habe eigentlich gar nicht so viel Hunger, aber ich freue mich schon die ganze Zeit irgendwie da drauf. Und zwar habe ich von einer Freundin letztens, richtig süß, hat sie mir was mitgebracht aus Deutschland. Und zwar ist das so eine Blaubeer-Smoothie-Bowl. Die meint, die gibt es aber irgendwie nur in Deutschland im DM. Also hier in Österreich gibt es die gar nicht. Und die ist sogar vegan, obwohl mein... Oh, mein Veganuary ist over. Ja, das war vergessen. Crazy, ja, wir haben ja den 1. Februar. Auf jeden Fall, ja, mache ich den jetzt. Ich glaube, da kommt einfach nur der Beutel, 100 ml Wasser, umrühren und fertig. Und man kann aber statt Wasser auch Pflanzendrink verwenden. Und dadurch, dass ich sowieso meine Milch leer machen muss, benutze ich die auf jeden Fall. Da habe ich mal so einen Mandeldrink. Hä? Nice. Maybe you could waste. Just make it alright. Baby, you could waste my.
jetzt hier mein Bowl. Natürlich hätte man da jetzt noch so Obst reinmachen müssen und so, aber habe ich natürlich jetzt alles nicht hier. Ich habe so ein bisschen Müsli reingetan, was ich noch übrig hatte, weil jetzt darf ich es ja wieder essen. Also so ein Schokomüsli. Ja, jetzt darf ich es ja wieder essen. Das ist witzig. Und zwar habe ich gestern, oh mein Akku ist leer, habe ich gestern einen Kommentar bekommen in meinem letzten Video. Und da meinte sie halt, ja, oder generell ging es halt darum, dass sie das lustig findet, dass ich halt auch immer im Zimmer esse. Dass sie das halt anscheinend auch immer macht. Das Ding ist, ich mag es eigentlich auch nicht, in meinem Zimmer zu essen. Also, was halt, aber ich mache es halt 90% von der Zeit, weil ich einfach unsere Küche nicht schön finde und auch wirklich nicht gerne darin koche. Ich finde es einfach so dunkel und düster und einfach die wurde einfach seit Jahren nicht mehr renoviert oder sollte mal renoviert werden, aber dadurch, dass immer neue Leute in diese WG einziehen, ist die Wohnung irgendwie nie komplett leer, dass es mal gemacht werden kann. Und deswegen esse ich halt eigentlich immer in meinem Zimmer. Und so esse ich schon in der Küche, aber auch irgendwie, wenn Freunde kommen und wir Sushi bestellt haben oder so, wir essen eigentlich immer hier. Also ich esse auf jeden Fall immer an meinem Tisch. Ich esse niemals im Bett oder irgendwo anders, das kommt gar nicht für mich in Frage. Aber ja, manchmal halt auf meiner Couch, wenn irgendwie Freunde kommen. Ja, deswegen esse ich in meinem Zimmer auch. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist in der WG. Hätte ich eine schöne Küche, würde ich in der Küche essen, aber was soll ich sagen? Okay, Friends, ich habe jetzt mal meinen Koffer geholt. Und ich packe jetzt schon ein bisschen. Irgendwie, ja, keine Ahnung. Ich habe mir jetzt alles durchgelesen. Ich bin so. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich jetzt noch 3 Stunden komplett lernen soll. Deswegen dachte ich mir, fange ich schon mal ans Packen. Ich sehe gerade, dass mein Akku leer ist. Oh no. Okay, ich melde mich jetzt noch einmal vor der Prüfung. Ich bin schon angemeldet und das Fenster für die PDF öffnet sich in 10 Minuten. Ja. Ich bin gespannt, wie es wird. Freue mich aber auch, dass es dann vorbei ist. Danach und ja. Eben habe ich eigentlich auch nicht viel gemacht, außer gelernt. Ich habe mit meiner Mom gefacetimed. Ich habe gestaubsaugt, ein bisschen aufgeräumt und habe was gegessen. Ja, meine Sachen sind alle schon rausgelegt. Genau, ich habe noch Koffer gepackt. Mein Essen steht hier. Also das zeige ich euch gleich. Dann würde ich sagen, melde ich mich nach der Prüfung. You guys, I am so done. I am so done. Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Ich freue mich gerade so heftig. Ich freue mich gerade, also meine Kämpfe nicht an, aber ich habe es geschafft. Ich habe einfach Ferien. Ich habe freaking Ferien. I'm done. I'm so. Oh mein Gott, ich freue mich gerade so sehr einfach. Ich freue mich gerade so sehr. Ich kann es gerade noch nicht realisieren, weil ich vor 30 Sekunden diese Prüfung abgegeben habe. Es war auf jeden Fall voll okay. Ich freue mich gerade einfach nur so. Ich freue mich einfach so. Es ist alles hinter mir jetzt. Oh mein Gott. Jetzt können die Ferien beginnen. Yeah. Okay, das Erste, was ich mache, ist duschen gehen. Und dann den restlichen Koffer Zähne packen. Oh mein Gott, ich bin so happy. Und das ist jetzt hier meine Packsituation. Ich weiß jetzt irgendwie nicht ganz, wie ich das machen soll, weil das nicht ganz in meinen Koffer passt. Also klar, so meine Jacke nehme ich extra. Ich nehme auch meine Sporttasche mit. Und da packe ich dann die ganzen Snacks jetzt für die Fahrt und auch Laptop und so nehme ich mit.
ich. Boah, meine Haare riechen so gut. Ich habe mich umgezogen. Das ist übrigens die Sweatpants von gestern, die ich mir bei Brandy gekauft habe. Generell, ich habe gerade ein komplettes Outfit von Brandy an. Das T-Shirt ist Brandy und die Jacke ist auch von Brandy. Love that. Ja, that's my travel fit. Chillig und gemütlich. Die Fahrt dauert ungefähr von hier so 4 Stunden. Ich habe meine Tasche gepackt, muss aber noch meine Ladekabel und so einpacken, fällt mir gerade auf. Okay, Leute, ich habe ein bisschen Angst. Und zwar habe ich gerade eine E-Mail bekommen, dass meine Note eingetragen worden ist. Und ich war das, also Information, neue Note wurde eingetragen. Ich war so, what? Als ob der jetzt von dieser Prüfung gerade schon die Note eingetragen hat. Das kann ja nicht sein. Weil diese Prüfung haben irgendwie 70 Leute oder so geschrieben. Das war ja nicht mal Multiple Choice, sondern er musste sich das alles so durchlesen. Die Prüfung ist gerade mal 2 Stunden her. What? Ich bin gerade so, ist das die, ist das, oh mein Gott, ich habe ein bisschen Angst. Oh mein Gott, ich bin echt gespannt, wenn das die Note ist. Es kann natürlich auch eine vom Tutorium sein, aber eigentlich kann das nicht sein, weil die vom Tutorium wurde mir schon eingetragen. Mein Gott. What? No, oh mein Gott. Das ist die Note, doch. Ich dachte, oh mein Gott. Das ist die Note für meine Werbung. Ich habe nur 2. Aber ich dachte gerade so, what? Als ob der die so schnell eingetragen hat, das wäre ja zu krass gewesen. Okay, nein. Okay, das ist die für Werbung. Oh, und die für PR habe ich auch noch nicht gesehen. Oh, die steht hier auch. Habe ich auch nur 2. Nice. Oh mein Gott. Ich bin gerade so voll, what? Oh, hätte ich mir doch denken können, dass es nicht der Fall ist. Naja, auf jeden Fall denke ich, dass ich das Video jetzt an dieser Stelle beenden werde. Ich freue mich, dass ihr bis hierhin zugeschaut habt und ich bin so hyped auf diesen Urlaub. Ich bin zwar gerade komplett fertig, ich war nur heute zu Hause, aber ich bin einfach irgendwie richtig fertig. Also ich habe das Gefühl, mich überkommt gerade diese Müdigkeit extrem. I'm really excited for my trips und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und würde sagen, bis zum nächsten Mal.